Die Wall Street hat heute Donald Trump eine unmissverständliche Botschaft zukommen lassen und die heißt, mach das nicht. Gemeint sind die Zölle am 15. Dezember, denn mit diesen Zöllen würden nicht nur restlos alle chinesischen Importe bezollt werden, sondern es sind eben vor allem jene Produkte, die Gegenstand des täglichen Gebrauchs sind, die man öfter kauft. Das sind Smartphones von Apple etc. etc., aber auch viele Geschichten, die wirklich sehr, sehr oft gekauft werden, regelmäßig gekauft werden. Und das hätte ziemlich durchschlagende Wirkung auf den US-Konsumenten. Und die Wall Street hat ja eigentlich gedacht, das Ding ist abgeblasen. Wir werden auf jeden Fall diesen Phase-1-Deal bekommen. Aber jetzt sind die Geschichten ein bisschen schwieriger geworden. Gleichwohl gibt es einige an der Wall Street, die immer gesagt haben, no pain, no deal. Keine Schmerzen, kein Deal. Und derzeit ist eben die Situation, dass die Schmerzen sehr gering sind. China heute mit sehr überraschend guten Daten zu den verschiedenen Einkaufsmanager-Indizes und Donald Trump, naja, der hat eh wenig Schmerzen, US-Indizes waren auf Allzeithochs, Konjunkturdaten bis heute Nachmittag eigentlich zuletzt auch besser gewesen, aber schauen wir uns mal an, was die ganze Geschichte dann so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Und das waren Tweets, wie so oft von Donald Trump, und die waren sprechend. Erste hat er plötzlich Zölle gegen Brasilien und Argentinien verhängt, nämlich Stahl- und Aluminiumzölle, weil diese Länder ihre Währung entwertet hätten. Na gut, bei Argentinien muss man da nicht viel entwerten, das passiert schon von selber angesichts der Lage. Brasilien, okay, weiß man nicht genau, ob die Notenbank da ein bisschen mit drin steckt, tendenziell aber eher nicht. Vielmehr geht es darum, dass eigentlich hier China im Fokus ist, denn Brasilien liefert etwa dreimal so viel Sojabohnen wie die USA nach China, das ist das eine, und Argentinien hat kürzlich einen Deal für Sojamehl geschlossen mit den Chinesen, sodass eben praktisch hier Konkurrenz für Donald Trump praktisch ausgemacht wurde und die will er bestrafen. Und dann kommt ein Tweet, der eigentlich alles über Donald Trump sagt, ja, seit ich die Zölle angehoben habe, nämlich seit Anfang 2018, sind US-Indizes 21% gestiegen, also ist das nicht so ein Problem. Wir haben einiges an die Pharma schon zurückgegeben und vorher fordert er direkt die Fed auf, den Dollar zu entwerten und weiter die Zinsen zu senken, möglicherweise auch Quantitative Easing zu betreiben. Das ist ein Zusammenhang, der bei Trump immer passt. Auf der einen Seite schwacher Dollar, auf der anderen Seite Senkung der Zinsen und auf der dritten Seite eben die Zölle, die Fed zwingen sollen, dann die Zinsen weiter zu senken. Dieses Spiel geht auf, das ist bisher aufgegangen, deswegen sind die Märkte 21% gestiegen, aber vielleicht geht es diesmal nicht auf, denn wenn er das macht mit den Zöllen am 15. Dezember, dann könnte die Wall Street plötzlich doch einen Schnupfen kriegen, nachdem man ohnehin so maßgeblich überkauft war, dass da natürlich eigentlich nur ein Anlass her musste, um diese Überkauftheit mal ein Stück weit abzubauen. Es war überfällig oder eine Korrektur ist überfällig. Jetzt muss man nur sehen, wie weit wird diese Korrektur gehen. Was haben wir noch? Wir haben dann vor allem noch Aussagen von Wilbur Ross, die die ganze Geschichte schwieriger gemacht haben. Der hat gesagt, ja, wenn also jetzt kein Deal kommt vor dem 15. Dezember, dann werden wir die Zölle eben einführen. Jetzt in knapp 2 Wochen ist ja nicht mehr allzu viel Zeit. Und vor allem dann, was Ross auch noch gesagt hat, ja, das Weihnachtsgeschäft betrifft das nicht mehr, denn da sind die Bestellungen schon gelaufen. Das Weihnachtsgeschäft würde also davon nicht mehr betroffen sein. Und das hat dann so ein bisschen einen Knacks nochmal gegeben an der Wall Street. Knacks auch das Stichwort hier bei den europäischen Indizes. Der DAX war stark gestartet zunächst mal, eben weil die Daten aus China gut waren, aber dann im Endeffekt fast 2% auf die Mütze bekommen. Ähnlich der französische Leitindex, nur der FTSE, der englische etwas besser. Spanien 2%, Italien 2,3%. Und wir sehen das gleichzeitig, und das ist interessant, eben auch die Renditen für Staatsanleihen nach oben gehen. Wir haben also jetzt nicht die Situation, dass die Renditen für Staatsanleihen fallen. Nein, sie steigen sogar. Und das angesichts der doch heute ausnahmsweise mal schlechten Laune an den Aktienmärkten. Wir sehen, dass die 10-jährige deutsche Staatsanleihe nun bei minus 0,282% nur ist, mag auch zusammenhängen mit den neuen SPD-Liedern, die ja gesagt haben, schwarze Null, das ist nichts für uns. Möglicherweise werden da schon ein bisschen Risikoprämien eingepreist dafür, dass da das Geld jetzt ein bisschen lockerer sitzt, auch bei Deutschland. Was haben wir hier? Wir haben hier noch den ISM-Index, der heute deutlich schwächer ist ausgefallen ist als erwartet, mit 48,1, 49,5 war eigentlich erwartet. Und damit sind wir jetzt den vierten Monat beim ISM-Index-Gewerbe
in der Kontraktion. Das gab es zuletzt in der Finanzkrise. Vorher gab es das oder danach gab es das nicht mehr, bis eben jetzt auf die letzten 4 Monate. Und wir sehen, dass es normalerweise schon einen Gleichlauf gibt zwischen ISM-Index, das ist der schwarze Graph, und hier der S&P 500, der blaue Graph. Hier sehen wir aber, dass der blaue deutlich nach unten gegangen ist. Das ist der ISM-Index, andersrum muss es heißen, während der S&P deutlich nach oben gegangen ist. Also hier sehen wir eine gewisse Abweichung, die hier der Fall ist und die wird sich möglicherweise irgendwann auflösen. Interessant ist, dass wir hier an der Wall Street seit der Finanzkrise, seit 2008, niemals einen ersten Handelstag im Dezember hatten, der negativer war als minus 0,7%. Mal sehen, wie es heute ausgeht. Wir sehen hier Aktien wie die FANG-Aktien plus Microsoft, die alleine 25% ausmachen, der 26% Rallye im S&P 500. Das sind also ganz wenige Aktien, die die ganze Geschichte mal wieder gestützt haben. Das ist nichts Neues, aber es ist immer wieder mal erwähnenswert. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500. 3115 Bums, da ging es ein bisschen nach unten. Das ist temporär, meine Damen und Herren. Wir werden bald, morgen wahrscheinlich schon wieder neue Allzeithochs sehen, weil dann einer kommt aus der Trump-Administration, der sagt, Quatsch, der Deal ist in trockenen Tüchern, der wird morgen unterschrieben. Wo ist eigentlich Kudlow? Jetzt scheint Kellyanne Conway diese Rolle auszufüllen. Die hat heute gesagt, ja, der Deal ist ja eigentlich schon in Schriftform fertig, mehr oder weniger. Das hat man zwar schon öfter gesagt, aber unterschrieben ist er halt noch nicht. Das ist das Problem. Die Charts, by the way, von Capital.com. Wir sehen ähnliches Muster beim Nasdaq 100, 8293. Der Dow Jones hat es jetzt erfolgreich geschafft, unter die 27.900er Marke zu fallen. Aber natürlich der DAX, der hat richtig schlechte Laune, jetzt sogar unter der 13.000er Marke, nachdem es heute noch hieß, kann ja nur nach oben gehen, weil die Daten so toll sind. Jetzt aus China, wir sehen, dass plötzlich, bums, der Euro anspringt. Wir sehen Dollarschwäche. Klar, da profitiert normalerweise der Dollar, wenn der Deal nahe ist, der Handelsdeal. Wir sehen Gold bei 1463 auch ein bisschen nach oben, hält sich aber in Grenzen, und Crude Oil bei 56,04 $ auch nur einigermaßen mäßig abgestraft. Das hätte schlimmer kommen können. Also ist das der Beginn einer Korrektur oder nur ein kleines Intermezzo? Das wissen wir noch nicht. Aber wenn es so ist, dass die Deadline jetzt wirklich 15. Dezember ist, dann wird die ganze Geschichte ein bisschen eng. No pain, no deal. Bisher ist der Schmerz noch relativ gering. Da müsste die Wall Street schon noch ein bisschen mehr bluten, damit Donald dann wirklich sagt, na gut, dann machen wir halt was anderes. Wie einst der Mario Basler, der sagte, ich mache immer das, was der Trainer sagt. Nur manchmal mache ich was anderes. Und so könnte es diesmal auch kommen. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.